Ja, bei Fibromyalgie gibt es ja oft Unsicherheit. Habe ich das nicht? Man versucht herauszufinden, ob man nun betroffen ist und vergleicht die eigene Situation mit den Angaben, die man so im Internet findet. Und dann findet man oft auch Gemeinsamkeiten, aber man findet auch ganz oft Dinge, die irgendwie doch nicht passen. Und ja, bei Fibromyalgie ist es eben auch so, das ist nicht eine Erkrankung wie andere. Es gibt einfach eine große Bandbreite und so gibt es unter den Betroffenen zwar Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch viele Unterschiede. Und damit habe ich mich mal beschäftigt. Und so geht es in diesem Video um Typisches für Fibromyalgie, aber auch um Unterschiede von Person zu Person. Los geht's. Ja, wenn man so auf der Suche ist nach dem Grund für die komischen Beschwerden, die man so hat, dann kommt man irgendwann auch auf den Begriff Fibromyalgie oder auf die Erkrankung Fibromyalgie. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann stellt man fest, ja, das könnte wirklich vieles erklären, aber dann gibt es genauso auch Beschreibungen, die gar nicht so richtig passen. Und dann ist die Verunsicherung wieder groß. Und vor allem dann, wenn sich der Arzt in der Beziehung auch nicht sicher ist oder möglicherweise sogar vehement ausschließt, dass man davon betroffen ist. Und so gehe ich heute auf folgende Dinge ein. Was ist typisch bei Fibromyalgie? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es bei Betroffenen? Wie ist es mit dem Ausbruch und mit dem Verlauf? Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Aufruf und es wäre toll, wenn du dir das bis zum Ende anschauen würdest, also wenn du dir diesen Aufruf anschauen würdest. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch kurz die Quelle meines Wissens sozusagen nennen. Das ist dieses Buch hier von Dr. Sankt-Amann. Das habe ich schon häufiger in die Kamera gehalten. Da habe ich mein Wissen her, meine Infos. Ja, typisch für Fibromyalgie ist, dass es keine auffälligen Laborparameter gibt. Also kein irgendwie auffälligen Blutwert oder Röntgen oder sonst irgendwas. Natürlich kann man zum Beispiel ein zu hohes Cholesterin haben oder andere auffällige Werte, aber das hat nichts mit Fibromyalgie zu tun. Fibromyalgie lässt sich nicht durch Röntgen, durch MRT oder durch irgendwelche Blutwerte nachweisen. Was auch typisch ist, die Symptome können den ganzen Körper betreffen. Und damit meine ich, es gibt keine typische Region für Fibromyalgie, sondern es gibt die verschiedensten Symptome an allen möglichen Stellen des Körpers. Und die kann man haben, die muss man aber nicht haben. Irgendjemand hat Fibromyalgie mal als Chamäleon der Krankheiten bezeichnet. Und ich finde, das trifft es sehr gut, denn diese Erkrankung ist sehr wandelbar. Ja, und welche Symptome sind typisch? Da gibt es eben auch eine riesen Bandbreite. Es gibt aber ein paar Symptome, die für Fibromyalgie stehen. Die muss man natürlich nicht alle haben. Ich habe neulich gerade ein Kurzvideo dazu veröffentlicht. Das Video dauert keine Minute. Da geht es um die, da habe ich die typischen Symptome bei Fibromyalgie zusammengefasst. Das Video findest du hier. Schau mal rein, das ist wirklich ganz kurz. Aber da findest du das, was. Ja, was eigentlich steht für Fibromyalgie. Der Symptomkomplex, der ist bei Fibromyalgie wirklich umfangreich. Also da kann es ganz, ganz viele weitere Symptome geben, die man anfangs vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und ja, weil das so umfangreich ist, gehe ich an dieser Stelle auch nicht genauer darauf ein. Ich habe aber mal ein informatives Video dazu gemacht und das findest du hier. Symptome Achterbahn heißt das. Ja, was ist noch typisch? Typisch ist auch, dass die Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen, also mehrere Monate, wenn man Fibromyalgie hat. Und diese Symptome können zwischendurch auch komplett wieder verschwinden und tauchen dann vielleicht irgendwann wieder auf. Und da kommen wir zu etwas Weiterem, was typisch ist, nämlich zu den Schüben. Das heißt, diese Symptome, die kommen und gehen und dann sind sie vielleicht auch mal länger weg, aber die Zeitabstände werden mit der Zeit immer kürzer. Wir reden jetzt über einen Verlauf von möglicherweise von Jahren. Und irgendwann sind diese Symptome dann dauerhaft da und gehen nicht mehr weg. Ein gutes Beispiel, was da viele kennen werden, das ist dieses Brennen im Schulter-Nackenbereich. Damit fängt es bei vielen an, links oder rechts oder beides. Und oft gehen diese Brennschmerzen dann erstmal wieder weg, kommen aber irgendwie immer wieder und irgendwann ist der Abstand so kurz, dass sie dauerhaft da sind. Und meistens kommen dann eben in der Regel nach und nach auch weitere Symptome dazu. Was noch wichtig ist, es muss nicht mit Schulter-Nacken anfangen. Das hat nicht jeder, das fängt bei manchen auch anders an. Also das ist auch nicht unbedingt ein Merkmal. Ja, und da sind wir jetzt auch schon mittendrin. Du merkst schon, wie
wie schwierig das Ganze ist. Und da sind wir jetzt auch schon bei den Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei Betroffenen. Und da möchte ich mit den Schmerzen anfangen. Die meisten Betroffenen haben irgendwelche Schmerzen, mehr oder weniger. Es gibt aber auch welche, für die sind die Schmerzen gar nicht das größte Problem, sondern eher die Müdigkeit und die Erschöpfung. Und die haben vielleicht dann auch die Diagnose bekommen, Chronik-Fatigue-Syndrom. Dr. Saint-Amand, das ist der Autor von diesem Buch, was ich vorhin hochgehalten habe, der ist der Meinung, dass es sich dabei um die gleiche Erkrankung handelt. Also dass es dass Fibromyalgie und CFS die gleiche Erkrankung ist, nur eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, und auch bei den Schmerzen an sich gibt es ja Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Zum einen natürlich die Art des Schmerzes, zum anderen die Region und auch die Schwere des Schmerzes. Viele haben eben einen Brennschmerz, zum Beispiel Schulter, Nacken, hatte ich eben schon gesagt, oder auch in den Beinen, in den Armen. Es gibt aber auch einen pochenden Schmerz oder einen stechenden Schmerz, einen drückenden Schmerz. Und manche beschreiben auch Nervenschmerzen. Die sind meist sehr unangenehm und kaum auszuhalten. Die Schmerzen können nahezu am ganzen Körper auftreten. Fast alle haben mehr oder weniger stark ausgeprägte Rückenschmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Ja, und die Schmerzen werden eben auch oft begleitet von Erschöpfungszuständen. Und auch die können wiederum bei den Betroffenen sehr unterschiedlich sein. Es gibt welche, die schaffen zwar ihren Alltag, gehen dabei aber jeden Tag über ihre Kräfte. Und dann gibt es wieder welche, die das in der Vergangenheit auch gemacht haben und irgendwann aber so am Ende sind, dass wirklich gar nichts mehr geht. Da ist man also in so einer Abwärtsspirale drin, auch mit der Erschöpfung. Und so gibt es eben Personen, die noch arbeiten können, bei denen ist bestimmt jeder Tag auch schon ein enormer Kraftakt. Und sie wissen vielleicht gar nicht, wie sie das noch lange durchhalten sollen, schaffen es noch mit größter Mühe. Und andere wiederum, die haben das schon hinter sich, die sind dann aber irgendwann in eine dermaßen starke Erschöpfung gekommen, dass es dann irgendwann einfach nicht mehr ging, dass sie so weit unten waren, dass es nur noch für den Gang zum Klo reicht, wie bei einer Grippe oder so. Und dann eben auch irgendwann aufhören mussten zu arbeiten und in diesem Zustand dann dauerhaft sind. Und das alles ist Fibromyalgie und ich denke, hier wird deutlich, wie groß die Unterschiede sein können. Die Gemeinsamkeit ist also die Erschöpfung, das haben viele, das kommt häufig vor, aber eben in unterschiedlicher Schwere. Und das erklärt, warum manche Beschreibungen von Betroffenen auf einen selbst zutreffen und andere aber wieder nicht. Und so ist es im Prinzip auch mit allen anderen Symptomen. Ich sage ja immer, jeder hat seinen eigenen Cocktail. Ich möchte jetzt zu sprechen kommen auf den Ausbruch und den Verlauf der Fibromyalgie. Meistens ist es so, dass die Fibromyalgie schleichend entsteht, über Jahrzehnte. Es gibt aber auch Betroffene, bei denen Fibromyalgie plötzlich ausbricht. Zum Beispiel durch eine OP oder durch eine Grippe oder durch einen Unfall, durch ein Trauma. Es gibt einfach beides. Also kann sowohl als auch so entstehen. Und am häufigsten ist die Fibromyalgie bekannt bei Frauen mittleren Alters. Das ist ja immer so diese Altweiberkrankheit, sage ich mal. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zum einen können auch Männer und Kinder an Fibromyalgie oder davon betroffen sein. Und da eine Diagnose zu bekommen, ist oft noch viel schwerer als bei Frauen. Und zum anderen entsteht die Fibromyalgie in den meisten Fällen schleichend, habe ich ja eben schon gesagt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die Frauen nicht erst mit Mitte 40 oder 50 an Fibromyalgie erkranken, sondern schon viel früher mit Fibromyalgie zu tun haben. Nur da ist das Ausmaß noch nicht so deutlich und da checkt man das noch gar nicht, dass das Fibromyalgie ist. Denn da hat man dann vielleicht verschiedene Symptome, die man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht miteinander in Zusammenhang bringt. Ich sage mal zum Beispiel Reizdarm und Muskelschmerzen oder so oder häufige Blasenentzündungen. Da kommt man nicht unbedingt drauf, dass das alles eine Ursache hat. Ja, und was auch noch so stellvertretend ist für Fibromyalgie, die kann in jedem Alter sichtbar werden. Es gibt Grundschulkinder mit Fibrobeschwerden und es gibt Menschen, bei denen bricht die Fibro erst mit 70 aus. Und diese Personen hatten vorher ein verhältnismäßig beschwerdearmes oder ein beschwerdefreies Leben. Und da wird es dann auch oft aufs Alter geschoben. Und manche Betroffene haben, ich sage das jetzt mal so, erträgliche Beschwerden oder akzeptable Beschwerden oder Beschwerden, mit denen man irgendwie noch so durchs Leben kommt, vielleicht auch durchs ganze Leben. Aber andere wiederum sind sehr stark eingeschränkt und manche auch schon in jungen Jahren. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch hier sieht man, es gibt einfach fast alles. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So sieht es aus. Und
ich würde mich halt sehr freuen, wenn dieser Inhalt bis hierher zumindest irgendwie einen Nutzen für dich hat. Ja, nun kommen wir zu meinem Aufruf. Und zwar suche ich dich, wenn du Fibromyalgie hast. Ich bin auf der Suche nach Fibromyalgie-Geschichten. Konkret bin ich also auf der Suche nach Interviewpartnern, die sich vorstellen können, hier auf YouTube mit mir im Interview zu stehen. Natürlich nicht live, das wird aufgezeichnet und alles vorbereitet. Da muss natürlich auch eine Menge erstmal im Vorfeld geklärt werden. Aber ich suche halt Menschen mit Fibromyalgie oder auch gerne mit CFS, die Lust auf ein Interview haben. Und mich interessiert eben dabei deine Geschichte zur Fibromyalgie. Vielleicht bist du ja sogar schon auch irgendwo in den sozialen Medien unterwegs mit diesem Thema. Und vielleicht hast du Lust, auf meinem YouTube-Kanal mal ein bisschen Werbung für dich zu machen. Ja, wenn das für dich in Frage kommt, dann bewirb dich einfach bei mir, trau dich, sprich mich an, sei dabei. Hier kannst du mir eine Nachricht senden. Ja, und wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann abonnier doch mal meinen Kanal. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, denn du kriegst dann von YouTube eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und achte dabei auf die Einstellung in der Glocke, die sollte voll sein, sonst funktioniert das mit der Benachrichtigung nicht. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Mach's gut, bis dahin.